Wer im sächsischen Pegau die Ohren spitzt und ein leises Summen hört, der sollte sich nicht wundern, denn hier in einem Vorort von Leipzig hat Jonas Fink gemeinsam mit einem Kollegen eine Zuchtanlage für ganz besondere Fliegen entwickelt. Wir arbeiten hier mit der schwarzen Soldatenfliege, auf Lateinisch Hermetia lucens. Ist eine subtropische Fliege, die eigentlich überall vorkommt, wo es schön warm ist. Deswegen ist hier in dem Container auch relativ warm und wo sie genug Essen findet. Jonas Fink und sein Partner Kai Hempel gründeten ihr Startup Made by Made im Jahr 2017. Das gemeinsame Ziel, auf industrieller Ebene ein nachhaltiges und regional hergestelltes tierisches Protein erzeugen. Und zwar auf der Basis von Insekten. Die Zuchtanlage, die die beiden Gründer dann entwickelten, basiert auf ausrangierten Schiffscontainern und bietet unterschiedliche Vorteile. Dieses modulare System ermöglicht es praktisch, die Anlage, die wir entwickelt haben, frei zu skalieren. Wir können dadurch Skaleneffekte abbauen. Also oft ist das Problem, von einer kleinen Anlage auf eine große Anlage zu skalieren. Da passieren Dinge, die kann man nicht voraussehen. Dann geht das alles schief, funktioniert nicht. Passiert hier nicht, weil jedes einzelne Modul in sich schon immer funktioniert. Und wenn ich skalieren will, baue ich einfach dasselbe Modul nochmal. Es gibt keinen Grund, warum das nicht auch in der hundertsten oder tausendsten Version funktionieren sollte. Als Endprodukt entsteht vor allem ein Proteinmehl, das aus den getrockneten Larven hergestellt wird und für die Fütterung von Tieren eingesetzt werden kann. Landwirtschaftliche Betriebe, Futtermittelhersteller oder auch Zoos bekommen so die Möglichkeit, für die Ernährung ihrer Tiere auf regionale Produkte zu setzen. Die haupteingesetzten Proteinmehle sind momentan Sojaproteine. Die kommen aus Südamerika und sind entsprechend auch jetzt, müssen hierher gekarrt werden, sind teilweise gentechnisch verändert. Und das andere sind Fischmehle. Die kommen entsprechend auch, die meisten tatsächlich aus Südamerika ebenfalls. Und wir haben sozusagen eine komplett nachhaltige und regionale Proteinproduktion hier implementiert vor Ort. Und beim Proteinmehl ist nicht Schluss. Auch die lebenden Larven der Fliegen und vor allem deren Ausscheidungen sind Verkaufsobjekte. So könnte der Kot der Maden in Zukunft als Dünger verkauft werden. Da sind wir mit 2, 3 Obst- und Gemüseanbauern im Gesprächen, die sozusagen Tests machen. Wir sind gerade in der Testphase, bevor man dann sozusagen auch nochmal ein Produkt tatsächlich dann später mal entwickelt. In der Landwirtschaft sind auch ein paar Versuche, auch mit Baumschulen laufen gerade aktuell ein paar Versuche. Da stehen aber die Ergebnisse noch aus. Neben der modularen Bauweise der Zuchtanlage zeichnet die Arbeit von Made by Made aus, dass für die Ernährung der Larven ausschließlich organische Reststoffe verwendet werden, die ansonsten in den Müll wandern würden. Das sind jetzt Karotten, die würden in den Einzelhandel gehen. Die kommen halt von einem Hersteller hier aus der Region. Das ist jetzt unter 100 Kilometer Anlieferung. Und die entsprechen halt nicht der deutschen Lebensmitteleinzelhandelsnorm. Die sind zu groß, haben einen Riss drin oder zu grün. Und die werden dann halt aussortiert und kommen zu uns. Heute, 3 Jahre nach der Gründung, haben die Macher es geschafft, eine Anlage zu entwickeln, die am Sitz des Startups zeigt, dass sie funktioniert. Gemeinsam mit Partnern sollen nun weitere Anlagen folgen. In Zukunft vielleicht auch als Lieferant für Lebensmittel statt Tierfutter. Lebensmittelbereich ist für uns von Made by Made natürlich spannend, weil bessere Preise bezahlt werden. Wir züchten ja hier die Black Soldier Fly, die schwarze Soldatenfliege, und die ist nicht so beliebt im Lebensmittelbereich, aber was beliebt ist, sind zum Beispiel Mehlwürmer. Und tendenziell geht das mit unserer Technik auch. Es ist also möglich, dass wir die 2., 3. oder 4. Anlage mal auf Mehlwürmer bauen, einfach um große Mengen an Mehlwürmern zu produzieren. Schon heute haben die Insektenzüchter aus Sachsen mehr als 60 Anfragen für ihre Anlagen bekommen. Und sie befinden sich mit mehreren Interessenten in konkreten Verhandlungen. Könnte also sein, dass bald noch mehr Soldaten fliegen oder auch andere Insekten unterwegs sein werden.